Es darf nur nicht regnen. Es darf nur nicht regnen. Ach, das ist egal. Nein, ich will wieder gut sein. So, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 2018 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Und wir haben hier heute das erste Mal die Hypersoft. Hypersoft. Wow. Das ist echt richtig nice. Das ist Mike hat mega. trainiert. Ich habe ein bisschen trainiert, aber ich habe trotzdem sowas von Angst. Leute, heute nicht im Red Bull Polo-Shirt, das ist am Waschen, ist geil. Das komplette Rennen ist mit Regen und mit ziemlich hartem Regen sogar. Ey, können wir das bitte reinschneiden, was ich gerade gesagt habe? Ich Gesagt, hab da Hauptsache noch nicht ist, mit hast du aufgenommen. nicht, was machst du? Ich habe gerade gesagt, dass es einfach nur nicht regnen darf. Und jetzt regnet das ganze Rennen. Oder fast das ganze Rennen. Ich meine, es regnet das ganze Rennen, bis es wieder trocken wird, Junge. Oh, deine Mom, Alter, was ist das? Ich schneid's auf jeden Fall rein, Leute. Wir nehmen das aus zwei Sichten auf, ihr wisst Bescheid. Können ihr beide Kanäle abchecken, nebeneinander öffnen. Ja, mal Das wieder. ist geil. Ja, wobei, ist eigentlich egal. So, mal gucken. Oh, das Bitte. kotzt Ja, mich so an. diesmal meine Spritanzeige funktioniert immerhin heute. Ist das schon mal gut? Das ist gut. Ich mach ein bisschen mehr Benzin halt hier. Benzin, sorry. Oh Mann, ey, das Spiel will mich verarschen, wisst ihr das? Ich habe extra ein bisschen trainiert, wie gesagt, jetzt nicht zu krass. Oh, Bottas. Was? Hat mich einfach in der Kurve überholt, weil Du ich halt fährst schon. langsam jetzt einfach hier so noch fahre, weißt du? Ah, okay. Hast das Gefühl, das muss ich mal gleich ausprobieren, dass meine 360 Grad hier nicht eingestellt sind. Kann ich hier in die Einstellung nehmen? Na, geil. Das sieht man ja bei dieser Kurve. Doch, meine 360 Grad sind drin. Ich will in die Einstellung. Ich will das mal ändern mit dem. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ändern kann. Kann ich das Willst du hier denn mal ändern? mit diesem V-Sync? Ich habe das vorhin nicht ändern können. So. Da gibt es dann diese Intervalle. Muss ich das auf automatisch lassen? Schon, ne? Würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Also ich probiere das jetzt mal aus. Jan hat gemeint, dass wenn ich das anstelle, sind vielleicht weniger Lags. Weiß nicht. Ja, habe ich gelesen. Ja, wir stellen es jetzt einfach mal an. Gucken einfach mal. Ja, wie gesagt, ein bisschen habe ich trainiert. Ich bin echt gespannt. Ich bin ultra aufgeregt, ob ich das trotzdem hinbekomme. Also so krass bin ich dann doch nicht. Aber Regen ist natürlich RIP. Das ist überhaupt nicht geil. Also ich habe nicht trainiert und ich hasse Monaco. Gute Voraussetzung, ja. Das ist Ja. mega. Boah, ich Und ich muss habe echt. Monaco auch noch nie beendet. Echt jetzt? Also Ja. letzte Saison hatte ich natürlich andere Einstellungen und so, aber ich habe letzte Saison bin ich Vierter geworden mit Ferrari. Also ich würde gerne heute auch Punkte mitnehmen. Muss nicht Vierter sein, aber Punkte würde ich gerne mitnehmen. Gut. Oh, das war knapp. Strecke ist schon echt. Also es ist so anspruchsvoll, das ist unglaublich. Du hältst zwei Leute hinter dir auf. Ich weiß, und das Und in du meiner fährst, ja, schnellen wollte ich gerade Runde. sagen, du fährst an der gezeiteten. Oh shit. Mist, jetzt nicht mehr. Reifen da noch dran, okay, ja. Ja, ich fahre eh Okay. später erst raus. Ich weiß nicht, warum du überhaupt raus bist. Da sind ja ganz viele jetzt wieder draußen. Ich hatte vor mir keinen. Okay, dann Glück gehabt. Aber Leute, Hypersoft hier zum ersten Mal. Wow, amazing. Bin echt gespannt, was wir hier für Runden fahren. Ey, warum muss es denn regnen? Das zerstört mir gerade alles. Komplett alles einfach. Ich habe die Facecam übrigens ein bisschen neu angeordnet. Vielleicht jetzt nicht mehr genau in meinem Gesicht, ne? Aber sonst sieht man diesen Schreibtisch da hinten. Da ist ein bisschen Chaos. Okay, also Frontflügel reparieren, neue Reifen auswählen und wieder auf den Moment warten, wenn gar keiner draußen ist. Ja, da betteln sich auch gerade schon wieder drei. Hier bei Alonso ist, glaube ich, noch irgendwie Gasly oder so. Hartley oder wer ist das denn? Da sind auf jeden Fall Teile geflogen gerade. Oh, mein Lenkrad war noch gar nicht fest. Daran lag's.
Schieben wir die Schuld einfach darauf. Ich würde gerne Punkte holen, Mann, das gibt's nicht. Ich habe mich so geärgert nochmal im Nachhinein darüber, dass ich habe bisher nur 2 Punkte in dieser ganzen Saison. Das ist echt der Wahnsinn. Und weil mich auch Leute gefragt haben, ja, ich werde tatsächlich eine Offline-Karriere auch machen. Ich will jetzt erstmal, beenden wir diese Karriere jetzt ganz chillig hier. Und dann ist ja auch ganz viel jetzt am Lauf mit FIFA und PES auf beiden Kanälen natürlich. Was labert er jetzt? Er labert was. Bei mir sagt er, sie haben hart gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende vorzubereiten. Belohnen wir sie mit einer guten Leistung. Ja, das wäre schön, aber... Das hat er gerade gesagt. Ja, auf jeden Fall, wenn dann so FIFA, PES-Phase so ein bisschen, ja, dieser Hype so ein bisschen rum ist, dann wird es auch bestimmt wieder F1 geben, als eine normale Karriere. Hab ich auch Bock drauf und ich will natürlich für unsere Karriere, die dann zum Ende hin von F1 zu 18 nochmal kommt, nochmal ein bisschen reinballern. Und du möchtest deine Elektrostimme auch loswerden. Das auch, dafür wechsle ich meinen Internetanbieter. So, wer ist denn Platz 1 ist? Raikön. Raikön ist ja voll gut in dieser Saison, Alter. Mhm. Hamilton Bottas dahinter. Du hast keine Runde gefahren. Ich habe auch keine gefahren. Wann fahren die denn in den Inlap, wenn dieser rot ist, dieser Punkt? Fliegende Runde. Was heißt fliegende Runde? Fahren die ja, ne? Ja. Fliegende Runde heißt sie fahren, okay. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil es fahren noch ein paar. Das ist crazy. Aber jetzt gerade sind... Oh, ich würde sagen, die Strecke ist... Wäre es jetzt in der Inlap, also... So langsam, aber sicher. Ja, aber sicher. Ja, du kannst schon rausfahren. Ich warte noch kurz. Die gehen jetzt alle bald rein. Ja, okay, jetzt machen sie eine Inlap. Ja, alle machen eine Inlap. Raus, raus, raus! Oh, das wird interessant, Leute. Das wird tatsächlich interessant. Ich brauche mal eben Tempo. So, also ich habe jetzt gerade bei meiner ersten schnellen Runde, beim ersten Versuch, schon welche aufgehalten. Ah, geil. Also... Ja, du bist vor mir. Ja, aber... Ach, das so, ich habe gar nicht geguckt. Raikön war, glaube ich, 1,14 oder so. Weiß nicht. Hä? The fuck? Oh, mit der Kamera war irgendwas falsch gerade. Junge. Yeah, wieder, man kennt's, Platz 19 und Platz 20. Wir sind hintereinander. Hey, ich habe schon viele Punkte. Ich hoffe auf wenig Lags, ja tatsächlich. Du hast ja 43 oder so. Komm, gib mal ein bisschen Gas hier, vor dir ist keine Sau. Ja, aber ich muss ja Sprit sparen. Ach so, stimmt, ich müsste auch mal runterstellen eventuell. Ja, auf Maximum. So. Bisschen Reifen warm machen. Weil ich richtig losgehen kann. Wahrscheinlich mache ich dasselbe wie du, fahre mit meinem Frontflügel ab und kann wieder reingehen. Oh ja, das ist halt doof, ne? Das ist tatsächlich doof. Beiden Red Bulls hier, das ist interessant. Ich hoffe auf weniger Lags jetzt. Du musst Abstand halten, ne? Mach ich. Ich hab voll Abstand zu dir. Das ist ja das, ich muss so langsam fahren, weil du auch langsam fährst. Ja, logisch. Ja, logisch, aber nicht geil. Also ich habe immer noch Lags. Das liegt nicht an meinem Internet, das liegt wirklich an F1. So. Ja, das war nicht gut rausbeschleunigt. Also die Kurve davor schon nicht gut genommen. Okay. Gib Gummi. Konzentration, Leute. Oh. Bei dir wackelt alles. Boah, das ist ja hässlich, ey. Das ist richtig kacke.
Bin ja noch Zeit gefahren gerade, diese Mini-Ruckler sind so dumm. Alter, diese Waden, wieso kommt sie immer so nah? Gib Gummi. Boah, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Oh Gott, was mache ich? Nein. Ah, die Zeit nehme ich aber trotzdem mit. Ja, ich auch. Aber ich stelle das gleich wieder um. Die Ruckler sind auf jeden Fall volle Kanne am Start. Ich stelle das wieder um und probiere es da nochmal. Vielleicht ist... Keine Ahnung, aber die Runde ist gar nicht so schlecht, auch wenn ich die nicht so geil finde, so schlecht ist sie jetzt. Also ich bin 19. geblieben. Ich bin 5. Ich bin What the fuck? Ich muss... Ich bin letzter in meiner Runde, aber ich hatte auch einen kleinen Unfall, aber ich wollte sie trotzdem machen. Ich muss an die Box. Okay, ich lasse... Hast du noch eine schnelle? Ja, ich fahre eine langsame und dann die schnelle. Ich ändere das aber nochmal jetzt mit dem V-Sync. Ich mach das mal wieder aus, mal gucken. Also gerade war es schlimm. Ich hätte die Runde noch besser fahren können. Danke, Bot. So krass schlecht auf der Strecke, das ist der Hammer. Okay. Also ich dachte, also... Es hat absolut zeitlich gesehen. Das ist komplett gleich. Egal, was ich einstelle. Zeitlich gesehen hätte ich gedacht, wenn ich keinen Unfall mache, dann bin ich eigentlich nicht so schlecht, aber offensichtlich... Also ich stelle jetzt wieder runter auf Mager und auf keinen ERS, damit ich das aufspare für die nächste und dann mache ich noch eine schnelle, weil es fahren ja schon wieder einige raus. Ja. Muss auch gleich wieder... meine, das ist echt... Also eine wow. Muss noch besser werden, sonst holen mich wieder alle auf. Aber es war schon ganz okay. Also. Okay, gibt es. Also letzter ist doof. Das ist ziemlich doof, ja. Das ist ja, die Runde war auch kacke. Logisch, die war richtig dass kacke. Es doof ist. Tja, du hattest kein Training. Oh ne, aber die Lecks sind so schlimm, ne? Das ist ja unglaublich, ist das. Warum? Also wenn du jetzt das Zeitfahren siehst und dann direkt danach online spielst, ist ja ätzend, Alter. Boah, du hast sogar einen lilanen Sektor. Ja, ich will jetzt hier auf Platz 1 kommen, ne? Hängt nix. Sogar... Alter... So, ich muss eigentlich direkt rausfahren. Ja, keine Zeit verschwinden. Okay, das ist jetzt die letzte Runde. Danach gibt es eine Inlap. Aber die sollte echt gut werden. Ich müsste Erste sein eigentlich. Ja. Boxenstopp. Boxenstopp. Hallo, ja, danke. Ja, krass, was hast du für krasse Sheets? Ja, es ist Training, Alter. Okay, Erster. Aber ich denke nicht, dass es so bleibt. Obwohl hinter mir ist Ferrari, wer auch immer es ist. Nee, ist gar kein Ferrari, ist nur ein roter Punkt. Ist Leclerc oder sowas. Kommen Sie vorbei. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber etwas an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Also es kann schon muss sein, ich... dass mich noch jemand überholt, aber ich bin zufrieden. Es hat geklappt, dass ich ganz schön gut fahre. Du bist hinter mir. Ui. Danach kommt immer eine Strecke, die okay ist. Also die nächste Strecke ist echt gut sogar, das ist Kanada. Das oh ja. Ist echt eine schöne Strecke, da kann man auch schön mal aufs Gas treten. Und das schön wieder Punkte. Da sind Punkte auf jeden Fall drin. Also wenn ich natürlich so weiterfahre, sind natürlich hier Punkte auch drin. Aber... Ja... Wenn ich halt nicht rausfliege, ne? Das ist so das Ding. Bottas hat Räikkönen überholt. Hamilton hat Räikkönen auch überholt, aber mich nicht. Ich hoffe, dass Räikkönen nicht mich und die anderen beiden alle überholt.
Boah, ey, warum leckt's denn? Ich stell jetzt doch wieder auf dieses V-Sync an. So. Annehmen. Also wenn jemand da einen Tipp hat, gerne reinschreiben. Das war auf jeden Fall mein Qualifying. Ganz schön gut gelaufen. Mal kurz hier gucken. So. Packen wir das mal weg. Meine Runde sieht auch gerade bis jetzt ziemlich gut aus. Ich könnte mich um einige Plätze verbessern, stand jetzt. Bin ich schon eine Sekunde schneller. Das ist gut. Soll es so von Platz 10 ist noch okay, für mich auch. Aber ja, unter Platz 10 ist eigentlich nicht mehr mein Anspruch. Sowohl in der Qualifizierung als auch im Rennen. Es ist halt scheiße. Minus 2 Sekunden schon. Es ist halt absolut scheiße, dass es regnet. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 13. Also wenn du minus 2 Sekunden kannst du schon so auf Platz 8 oder so kommen. Minus 2,5 ist gerade aktuell. Ja, kannst schon auf Platz 6. Lilan Sektor. Junge. Jetzt rast er richtig rein. Habe ich doch keine Cheats mehr, ne? Wo bist du denn? Ich will dich mal beobachten. Ah, du bist ja Startziel. Jetzt sehen wir es gleich. Minus 4. Ja, dann wärst du Erster. Nee, Zweiter. Junge. Aber voll krass gefahren. Danke. Finde ich auch. Das war richtig gut. Das habe ich ja gar nicht. Plus 0,91. Wow. Was war? Ich habe es nicht gesehen. Da standen zwei Autos mitten auf der Strecke und die waren nicht unsichtbar und ich bin ja, voll klar, drauf gefahren. Ja klar, werden die nicht unsichtbar. Ja, aber wieso standen die da? Keine Ahnung. Die standen einfach so okay, auf der Strecke. Okay, dann überholst du mich nicht, aber du hast plus 0,091. 0,091. Ich leck gerade übel, ne? Ja. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe einmal nach rechts geguckt. Naja, egal. Das ist schon besser, als ich erwartet habe. Ich dachte echt, ich kann mich nicht nach vorne arbeiten, aber naja, die erste Runde wusste ich halt, die war kacke und die hier war echt nicht so schlecht. Wer ist ja eigentlich hinter mir? Naja, das war doch... Ja, ich weiß, dass ich zur Apparatur an die Box muss. Ich meine, habe ich jetzt irgendwie nicht 5 Plätze Gridstrafe oder so bekommen, nicht, dass ich da reingeheizt bin. Oh. War ja noch nicht einmal gelber Sektor oder so, sondern das. Doch, nachdem du reingefahren bist. Ja, dann schon. Oh, ich wollte an die Box. Denke ich noch. Gut, da wollte ich sowieso. Jetzt gerade nicht, glaube ich. Okay, ja, dann kann ich sozusagen, du bist 0,091 Sekunden schlechter als ich. Im ersten Sektor bin ich ungefähr 2000stel besser als du. Zweiter und dritter hast du den Lila. Zweiter und dritter bist du besser als ich. Ich bin nur im ersten besser als du. Und da eben so ausschlaggebend, dass ich auf dem ersten Platz bin. Ey, wenn wir so starten, ist es eigentlich voll gut, weil Regen ist halt allgemein scheiße. Aber wenn wir im Regen auf Platz 1 und 2 starten, ja, man kann ja nicht dann können überholen, die nicht so überholen, richtig, genau. Dann, ja, genau. Vor allem bei Regen nicht. Da können die nicht vorbeiziehen. Da könnten wir tatsächlich ganz gut fahren. Das ist Alter, schon vorbei, ja, krass. Das war noch 15 Sekunden, als du reingefahren bist. Junge, boah, das ey, das war voll ja krass, mega nice. dass du so gut gefahren bist. Habe ich nicht gedacht. Damit hätte ich auch also nicht. Ich habe auch nicht ohne gedacht, Training, ich habe auch nicht die gedacht, Runde dass ich erster bin, schon aber eine gute Runde. Als ich erster war, dachte ich, okay, Training lag an dem, aber du hast auf jeden Fall auch richtig krass. Alter, das ist ja voll knapp auch gewesen. Ja, okay, erst danach und zweiter. Zwei Mercedes, danach zwei yes. Ferrari. Leute, oh Mann. Erster, zweiter, jawoll. Ja, Raikön, habe ich gerade gesagt, ist krass. Jetzt ist er da auf Platz 6. Wenn die beiden Red Bull auf einmal da sind, na, dann. Oh, krass, Alter. Hätte ich nicht erwartet. Ist mega geil. So, ich muss nach der Einführungsrunde stelle ich die Kamera und muss ich nochmal neu starten. Wir starten auf Blau. Alter. Und? Warum? Blau, blau. Ganz, der letzte Abschnitt ist komplett ohne Regen, aber das ist wahrscheinlich. Ja, guck mal, blau, blau, schlagen die ja vor. Ja, ja, aber die machen sowieso immer so. Die machen Stunden. Immer so einen Scheiß, okay. Wo. Ja, dann brauchen wir auch kein Benzin mitnehmen. Okay. Stellt man das denn nochmal um? Ich vergesse das die ganze unten Zeit. Einfach. Rennstrategie unten. Ah. Ja, ich mach mein Auto leicht. Ja, ich auch. Auf 39,2 mache ich.
dass ich jetzt nicht genau 39 habe, aber... 39,5. Ja, doch, ich kann auch ein bisschen hochgehen. Der Benzinverbrauch auf der Strecke war ein bisschen heftig. So, okay. Ja, damit bin ich einverstanden. Junge, ey. Boah, voll zum krass, Glück keine Gridstrafe. Ja. Übrigens, ich glaube, man fliegt nicht mehr raus, wenn man einen anderen rammt. Fliegt man nicht mehr in der Einführungsrunde raus. Doch. Ich bin doch schon mal zurückgesetzt worden. Stimmt. Ich habe letztens, ich habe gestern ein Video gesehen, da wurden die. Ja, nee, wir können es testen, wenn ich mal auf die Bremse gehe. Nein. Bitte wir stellen den ERS zurück. Nur mal darauf hinweisen, dass der ja trotzdem. Ja, ich starte übrigens nicht mit Fett. Nee, bei Regen ist das keine gute Idee. Nee. Hey, Junge, Starkregen auf Monaco. Das ist so ein Prank einfach. Das ist nicht mehr normal. Ja. Aber du hast genauso mit deiner Roboterstimme, genauso hört sich das an, wenn der Funk im Tunnel kommt. Mann, ich sehe es gerade auch. Es geht die ganze Zeit hoch und runter. Vielleicht hast du ja deswegen die Lags. Nee, das glaube ich nicht. Letztes Mal war ja 0,0 die ganze Zeit. Gar kein Paketverlust, nichts. Das stimmt. Und da hatte ich trotzdem Lags. Ja, wenn ihr bei mir vorbeischaut, Jan laggt bei mir nicht und ich lag bei mir auch nicht, ne? Lol. Aber du hast Lags im Game. Ja, doch, das stimmt, ja. Ja, dafür kann ich. Aber weißt du, was bei dieser Strecke mit Regen sowieso total hässlich ist? Du hast halt diesen ultralangen Tunnel, wo du halt, wo es halt trocken ist. Ja, siehst du? Lol. Siehst du? Ich wurde zurückgesetzt, weil ich an der Kollision Verursacher war. Deine Mom! Jetzt muss ich das ERS wieder in der Ding hochschalten, Alter. Das ist so ein Prank. Warum bist du denn drauf gefahren? Ich war halt langsam, ich weiß, ja. Aber ich finde es echt gut, dass wir als Erster und Zweiter starten. Das ist sowas von perfekt. Weil auf dieser Alter, Strecke... Alter, guck mal, hinten standen... Ja, ich, drei Stück, ich hab schon gesehen. Ja, man kann nicht zurückgesetzt werden, ne? das ist, auf der Strecke kann man sowieso nicht überholen und im Regen sowieso nicht. Wenn wir jetzt gut starten und uns auch gegenseitig nicht wegrammen... Ja, das mit dem gut starten ist so eine Geschichte, ne? So, Kamera neu gestartet. Dann, das wäre perfekt. Weil den können die uns nicht so einfach überholen. Klar, können sie noch, aber... Junge. Und diese Startampel, Junge, ich bin jetzt schon quasi vor dir. Ja, kannst du ja fahren. Ich lass dich fahren. Boah, dein Start war auch besser als meine. Ich sehe gar nichts. Es ist so verschwommen durch den Regen. Ich fahre langsam, ja, ich auch. Wie gesagt, so gut können wir. Müssen wieder Punkte hier holen. Sie können ja nicht so gut überholen. Ja. Wir könnten ja so aufhalten. Solange wir Erster und Zweiter werden, ist es ja okay. Ja, wenn wir Erster und Zweiter werden, ist okay, ne? ultra schwierig, ist aber okay, ne? Ja, also ja. Ich meine nur, kritisch wird es dann irgendwann, weil wir an die Box müssen. Also im Prinzip muss man sich ja schon einen Vorsprung irgendwie ein bisschen zumindest rausholen. Alter, ich hasse diesen Tunnel. Ich auch. Sickte, Alter. Die fangen auch immer da an zu reden. Das ist richtig. Ja, immer muss im Tunnel geredet werden, das ist ganz wichtig. Poh, war das knapp. Ey, wir müssen Junge, so diese Bande. Ich hoffe, die rammen sich auch weg. Haben sie ja in der Einführungsrunde schon gemacht. Ja, oh shit. Ja, ein Safety Car über das ganze Rennen, das wäre ganz angenehm. Ja. Die überholen uns ja trotzdem, da kenne ich nix. Ah, okay, ich habe einen gelben Frontflügel. Du weißt ja, wie die dich einfach trotzdem überholen während des Safety Cars. Ja, ich weiß. Ey Leute, warum ist das so? Warum gibt's Regen? Alter, wieso hängen hier die ganzen Schilder? Wollen die alle an die Box? Keine Ahnung. Junge, was? Ich wurde gerammt. Ja, von mir. Scheiße. Ich hab einen roten Frontflügel, Alter. Komplett. Es tut mir leid. Du hast mich einfach geradeaus weitergeschoben. Ich weiß es, ich hab's gesehen, aber ich konnte nichts dafür. Ich war auf der Startziel anscheinend schneller als du. Nee, du hast aber nicht gebremst. Ja, das geht schlecht bei
Oh fuck. Aber du hast auch einen roten Front. Ja, rechts. Nicht komplett, aber ne. Komm, ich halte die auf, dann kommst du wieder ran. Da haben sich welche weggerammt. Ja, ich. Ach du. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ich fahre aber trotzdem nicht an die Box, sehe ich nicht an. Hä, fährt durch mich durch? Bottas ist durch mich durchgefahren. Ich raste gleich aus. Also ich muss an die Box. Ich habe beides rot. Ich habe nur rechts rot und ich dachte, man kann mich nicht überholen. Aber Bottas fährt einfach durch mich durch. Ich wurde unsichtbar. Was ist das? Man wird nicht unsichtbar wegen Unfall, aber weil er mich überholt, oder was? Voll der Prank. Okay. Ich habe einen Reifen weniger und in mein Auto ist auch noch einer reingefahren. Ich habe nur dein Lenkrad. Ich habe nur dein Lenkrad gehört und auf einmal sehe ich, dass du raus bist. Oh. Ich wollte dir jetzt eine Taktik vorschlagen, aber. Ja, schlag mal vor. Ja, meine Idee war jetzt, dass ich die aufhalte. Oh, Safety Car, ne, virtuell. Oh, deine Mom. Dass ich die jetzt auffalle. Stroll hat eine 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen. Ich habe gehofft, dass ich die aufhalte, dass du derweil an die Box gehst, wieder aufholst, dann du sie aufhältst und ich an die Box gehe. Das hätten wir hinbekommen, wir haben das schon mal hinbekommen. Ja, nur Bottas leider natürlich. Guck mal, ich kann nicht in der Kurve. Okay, egal, Leute, meine Folge ist vorbei. Schaut bei Mike auf jeden Fall vorbei. Alter, noch mehr... Bei Alonso Stop-and-Go-Strafe 2. Alter, wie viele Stop-and-Go-Strafen? Ich muss gleich mal in reingucken, was hier alles passiert ist. Aber das mir alles erzählen. Alles. Alter, Auto stehen, ich hab das noch drauf. Ich sehe es. 10 Autos oder so, die stehen alle. Noch ganz viele Strafen, ganz viele Strafen. Rennstrategie wieder. Oh ja, das musst du mir alles gleich erzählen. Also Leute, in meiner Folge geht's weiter. Jan wird dir berichten. So, also, schaut vorbei. Haut rein. Tschüss. Ciao. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier stehen alle, was passiert da? Hallo? Erzähl mir mal ein bisschen was. Ja, ich muss auf die Rennleitung. Ereignisse. Alter, Junge. Da stehen da immer noch. Also erste Runde. Die stehen da immer noch. Ich sehe es auf der Map. Kollision verursacht. Ganz, ganz viele Kollisionen verursacht. Und also, Stroll hat eine Stop-and-Go-Strafe, Sebastian Vettel hat eine Stop-and-Go-Strafe, Kimi Räikkönen auch, Fernando Alonso auch, Ocon auch, Sainz auch, Eriksen auch und Sirotkin auch. Alter! Und Eriksen sogar noch eine zweite. Was? Und das alles wegen einer schweren Kollision. Die sind alle hintereinander aufeinander aufgefahren. Deswegen, es fängt damit an. Stroll hat eine schwere Kollision mit Perez verursacht. Dann Vettel mit Hülkenberg, dann Räikkönen mit Alonso, dann Alonso mit Räikkönen. Oh, what the fuck. Naja, auf jeden Fall Ocon mit Sainz, Sainz mit Ocon und Eriksen mit Ocon. Also. Alter, was. Aber die fahren doch alle mit. Ist keiner raus. Nee, Perez ist auch raus. Direkt nach mir ist Perez rausgeflogen. Also ich glaube, ich bin rausgeflogen, dann ist Perez auf mich draufgefahren, dadurch auch rausgeflogen und alle anderen sind dann auf die nochmal draufgefahren. Und ja, das war's. Ah, nächste Strafe, Hartley, auch eine schwere Kollision mit Sirotkin verursacht. Junge, hat ja, außer Mercedes und mir, hat ja fast jeder eine Strafe, Alter. Ja, sogar beide Ferraris. Ja, eben. Also, hat eigentlich wirklich fast jeder mindestens eine Strafe. Okay, aber ich fahre ganz gut eine Taktik, jetzt wahrscheinlich. Er hat nämlich gerade gesagt, wir können vielleicht bald auf Intermediates wechseln. Heißt, ich gehe dann in die Box, wenn ich auf Intermediates wechsle und wechsle halt den Frontflügel mit. Ja. Viele machen ja eh eine Stop and Go, ne? Und so lang kann ich schon noch weiterfahren. Also die Kurven sind natürlich schwierig, aber ich würde die sowieso langsam fahren wegen Regen. Und auf zweiten Platz ist das okay. Wenn mich jetzt Hamilton und so noch überholen würden und Ferrari irgendwie vorbei wäre, dann ehrlich gesagt, okay, ich fahre.
damit ich wieder einen guten Frontflügel habe. Aber wenn nur Bottas vorbei ist, sehe ich das noch ein, dann fahre ich trotzdem noch weiter. Boah, diese Wand, ne, die kommt immer so nah. Ja. Ach Gott. Noch war noch keiner in der Box, ne? Weiß ich nicht, ich mach grad Bilder. Haben schon welche Unfälle gemacht und sind in die Box. Doch, ich glaube schon, dass welche in der Box waren. Gucken wir nach. Jo. Ah, Sektor 3, gelb. Was passiert? Hartley ist raus. Ganz raus. Oh, ja. Hier liegen Teile. Junge. Meinst du, ich kann schon wechseln auf Intermediates? Nee, was würden die das vorschlagen? Da sind gerade nochmal Teile. Machen die dann so einen Strategievorschlag, ne? Neue ja. Strategie. Aber es sieht schon nach viel weniger Regen aus. Okay, Stops. Nur Magnussen hat bis jetzt einen Stop, sonst ist noch keiner in der Box gewesen. Sieht schon echt viel weniger nach Starkregen aus. Komm, bitte macht jetzt einen Vorschlag. Ich würde schon gern wieder einen heilen Frontflügel haben. Der rote gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Was ein Wunder. Ich glaube, Mercedes überholt jetzt auch. Nee, er konnte hier nicht vorbei. Ich dann doch wieder zu krass beschleunigt. Puh. Wow. Was? Dann bist du ziemlich rumgeschlittert ja, im Tunnel. Grad gekratzt. Ach krass, du überrundest schon fast welche, glaube ich. Ja, da vorne sind welche tatsächlich. Ja, die standen ja ewig, manche. Ja. Finde ich gut, dass du wenigstens einen Crash verursacht hast, wo alle in Stop and Go bekommen haben. Das hast du auf jeden Fall erfolgreich gemacht. Ja, Sirotkin. Bottas überholt Sirotkin gerade. Und ich bin jetzt hinter Sirotkin. Der fährt in die Box, läuft. Hat Bottas Ultra aufgehalten anscheinend. Ja, Bottas hatte eigentlich vorher 6 Sekunden ungefähr Abstand zu dir. Ja, ich weiß, der fährt ja viel besser als ich. Ich glaube, ich habe ein paar coole Bilder geschossen. Denke ich auch. Sag mir Bescheid, so, also, wenn Sirotkin auf Intermediates wechselt. Achso, ja, die Reifenanzahl kann ich mir mal, genau. Wir wissen, wann der erste auf Intermediates wechselt, weil bisher schlagen sie ja noch nichts vor. Ey, es wäre so geil, wenn ich Bottas überhole. Also bis jetzt sind alle auf blau. Ich überhole ihn jetzt. Gelbe Flagge, ups. So, jetzt kann ich den auch noch ein bisschen aufhalten, hoffentlich. Ich bin wieder Erster. So, ich guck mal, ob nach Runde 3, wo das alles passiert ist. Nee. Es gab längere Zeit jetzt mal keine Strafen mehr. Alles ruhig auf der Strecke. Das hört sich gut an. Junge, Sirotkin ist so ein King, Alter. Der hat Bottas aufgehalten, jetzt habe ich ihn überholt, jetzt ist er hinter mir. Richtig geil, danke dafür. Weiß nicht warum, aber Hamilton hat an Abstand verloren. Du hast mich gerade wieder erschrocken, weil du auf einmal ultra laut geworden bist. Ich erschreck mich da auch immer gleich, ich weiß nicht warum, aber... Ich fahr auch auf Mager. Also alles... Ganz entspannen. Mach einmal meinen Vorhang auf, damit hier Luft reinkommt. Mach das. Ist auf jeden Fall crazy hier. Mann, ich war so positiv überrascht. Weißt du, was das einzige Problem ist? Wir sind in Runde 8 bloß. An sich läuft das ja ganz gut gerade, ne? Aber Runde 8 ist leider nicht so geil. 8 von 39, Junge, das geht richtig lang, das Rennen. Ja, wenn das so weitergeht mit Regen, dann fahren wir ja ewig hier, ne?
Aber gut, ich habe Konzentration getankt. Wir haben bisher noch nichts aufgenommen. Das ist das erste Rennen, das wir jetzt hier anfangen aufzunehmen am heutigen Tage. Danach kommt noch Kanada. Ich hoffe, da ist es dann entspannter ohne Regen. Weil die Konzentration natürlich dann wahrscheinlich von Monaco weg ist. In Kanada sind die Banden auch nah, also man muss aufpassen. Ja, wenn kein Regen ist, wie gesagt, dann ist Konzentration auf jeden Fall, braucht man nicht ganz so viel. Oh, jetzt habe ich die Kameraperspektive geändert, ups. Okay, ich gewinne Abstand zu Bottas gerade. Läuft ja. What the fuck? Meine Schwester folgt mir seit 34 Minuten auf Instagram. Eine meiner Schwestern. Die einzige, die Instagram hat. Alter. Wie alt ist die? 28. Ah, okay. Warum folgt die erst jetzt? Ist das das Verwunderliche, oder? Oh, shit. Nee, nicht, dass sie jetzt erst, sondern so komplett random, so, okay, jetzt. Also sie weiß ja, dass ich das, ja, eben. Sie weiß ja, dass ich Instagram hab und so, und schon vor lang und so, aber... Nice. Keine Ahnung. Perfekt. Wundert mich, dass sie sich jetzt plötzlich dafür interessiert. Oder hier Insider-Informationen. Absolut. Also wenn ihr meine Schwester finden wollt, geht einfach die 21.000 Follower bei mir durch. Irgendeine davon ist meine Schwester. Ich suche die nachher. Junge, warum gewinne ich Abstand zu Bottas? Was hat der? Junge, jetzt schlägt deine alte Schnaf... Alter, ich bin gerade an der Box vorbeigefahren. Ist doch egal. Deine Mom! Ja, auf Intermediate, endlich. Ja, ich will endlich meinen Frontflügel reparieren, Mann. Jetzt fahre ich an der Box vorbei und dann schlägt er natürlich vor. Danke dafür. Ich muss mal einstellen, dass er einen Frontflügel wechselt, nicht dass er jetzt irgendwie Scheiß macht. Auch wenn er rot ist und er ihn eigentlich wahrscheinlich sowieso wechseln würde. Ich stell's lieber mal ein. Rotkin ist an der Box, macht gerade seinen zweiten Boxenstopp, glaube ich. Ja, macht gerade den zweiten. Und hat Intermediates. Der erste, der Intermediates hat, ist letzter. Er hat mir gerade nochmal eine Strategie vorgeschlagen. Van Dorn ist auch an der Box. Einfach nochmal. Ocon ist auch an der Box. Eriksen ist auch an der Box. Ja, die gehen jetzt alle. Ich hoffe, die halten mich nicht auf wie ein Scheißstrafen, Alter. Okay. Da hat sich einer rote Reifen geholt. Hä, was? Ich dachte schon, ist der behindert? Du bist so ein kleiner Drecksack, Mann. Oh Mann. Ich hab irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich hab 5,7 Sekunden zu Bottas. Finde ich geil. Ja. Okay, dann hol ich mir mal Hypersoft. Hol ich mir gar. Hi, Hypersoft. Und Schluck trinken, puh. Der Valtteri geht auch in die Box. Und der Hamilton auch. Das heißt, sie halten sich alle schon auf. Als ob die beide gehen. Wie dumm sind die? Also heißt, ich bleib Erster, ne? Ja, Ferrari hält sich auch gerade auf, weil Ferrari haben beide eine Stop-and-Go-Strafe. Also muss der jetzt warten, bis der 5... Alter. Ja, ja. Der, man, oh, wenn man, Mann, hinter, wenn man wartet, wird das ja nicht abgezogen, ne? Also der eine ist ja in der Box, hält 5 Sekunden Stop and Go, der andere steht ja hinter ihm. Bei dem zählen die nicht, ja, ne? Nee, bei dem zählen die nicht. Läuft. Die sind ja richtig dumm. Ja. Oh. Aber Vettel ist trotzdem... Irgendwie hat der es geschafft, dass er Dritter geworden ist und Bottas ist Fünfter. Nice. Also... Ja, vielleicht hat Mercedes Frontflügel. Stimmt. Weil Bottas, ja, also hat irgendwas, irgendwie muss, hat er ja Ultra-Abstand auf mich verloren, Bottas. Ja, also irgendwas muss bei Mercedes falsch gelaufen sein. Die sind jetzt Platz 5 und Platz 7. Ja, die haben bestimmt Frontflügel gewechselt. Wenn der Bottas Frontflügel gewechselt hat, dann muss der Hamilton ja auch lang warten. Und ja, denk schon, dass das das Problem war.
Und wahrscheinlich wurden sie irgendwie nicht rausgelassen, weil irgendwie ganz viele an die Box gefahren sind gerade und deswegen konnten sie, mussten sie halt warten. Das ist ja einer der ersten, ja. Das kann sein, das ist ja richtig geil, Alter. Jetzt ist Hülkenberg hinter mir, what the fuck. Hülkenberg mit Intermediates hinter mir. Ich muss natürlich aufpassen, ich darf natürlich jetzt keine Scheiße machen und irgendwie meinen Frontflügel, meinen Reifen abfahren. Ja, Hülkenberg hatte keine Strafe. Hatte, glaube ich, dann auch eine gute Boxen. Also die Box war gut gelegen und zack, Platz 2. Ja, bei mir hat es auch funktioniert. Ich habe halt nur Frontflügel machen müssen, das war das Problem. Aber sonst war ich auch ganz gut dabei mit der Box. Ich musste auf keinen warten, der vorbeifährt oder was auch immer. Ich hoffe, dass vielleicht jetzt Überrunder dazwischen sind, zwischen den anderen, das kann auch passieren. Und dass die auch nochmal aufhalten. Weil ich habe ja auch schon den ersten hier vor mir. Magnussen ist vor mir. Lol. Klaus. Hä, ja, ist der Klaus? Hey, Junge, was ist mit dir? Der war gerade langweilig. Also. Ah, da kommen wieder die guten alten SpongeBob-Erinnerungen hoch. SpongeBob war die beste Serie ever einfach. Das ist so, doch, natürlich. Das hat meine Kindheit so geprägt. Wenn du dir die heutigen Kinderserien anguckst, und auch SpongeBob von heute, ist das richtig hässlich. SpongeBob von damals ist die beste Serie ever. Komm, schnapp ihn dir. Na, na, na. Was ist das jetzt? Pokémon, Alter. Ja, Pokémon habe ich nie geschaut. Nie. Auch nicht mal gespielt, also ich weiß nicht, ich oute mich damit wahrscheinlich, aber.